Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mal wieder Zeit für den Landvogt Cesaro mit Landvogt TV. Und mein Gast heute Abend, Damien Sandow. Mr. Sandow. Cesaro. Mr. Sandow. Mr. Cesaro. Yes. Ja, ich möchte mich Mr. Sandow gleich mal fragen, warum er sich denn immer in letzter Zeit als Magneto verkleidet hat. Weil wir alle wissen, er ist eigentlich nicht Magneto. Mr. Sandow. Mr. Cesaro. Yeah, I wanted to ask you, why you dressed up as Magneto so many times? We all know you're not really Magneto. No, of course not, but this is the WWE. We put smiles on people's faces. And as a WWE superstar, I am more than happy to dress as anything that puts a smile on anyone's face. Yeah? Ja, Mr. Sandow sagt natürlich, dass wir hier in der WWE die Leute zum Lachen bringen und er als WWE-Superstar würde natürlich alles tun, um das WWE-Universum zum Lachen zu bringen. Was aber ein bisschen komisch ist, da er früher immer gegen das WWE-Universum gewettert hat, will ich ihn gleich mal fragen. Well, Mr. Sandow, you used to like call the WWE-Universe the unwashed masses and like don't care about them. What's the sudden change of heart? Sudden change of heart, washed, unwashed masses, who cares? We're all just one big happy universe here in the WWE, right? Yeah? Let's face it. Some of us are the chosen few. Some of us just walk around. But all in all, it's just another brick in the wall. Ja, anscheinend macht Mr. Sandow keinen Unterschied zwischen gewaschen und ungewaschen. Hello, Germany! I love you, yeah? Ja, und in dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.